Yay, wir spielen Arschloch. Ah. Ah ja, willkommen zu meinem Let's Play von Rogue Legacy. Ein Roguelike, das nicht so wirklich wie ein Roguelike aussieht. Es ist sehr, sehr actionlastig. Das heißt, ihr werdet mich ganz viel schwitzen sehen und stottern und stammeln und einfach nur vor Gegnern weglaufen und was weiß ich. Aber ich hoffe, es wird dennoch unterhaltsam. Und halt gerade dadurch, dass es so actionlastig ist, kommen halt auch recht lustige Situationen zustande. Und durch die Roguelike-Komponente. Aber kurz zum Spiel. Wir spielen einen Ritter. Und wenn der stirbt, dann spielen wir dessen Nachfahren. Und da können wir dann zwischen mehreren verschiedenen auswählen. Und die haben alle zufällige Eigenschaften. Halt sowas wie kurzsichtig oder weitsichtig oder farbenblind oder dass die pupsen müssen oder alles verkehrt herum sehen oder Alzheimer haben. Das ist tierisch interessant, weil sich halt alles anders spielt. Aber ja, mit jedem Leben hat man sein Gold und damit kann man die Burg aufstufen und dadurch wird es dann für die nachkommenden Generationen einfacher. Was wir jetzt aber gerade gemacht haben, war das Tutorial durchzurushen, weil ich das ja schon kenne. Und in dem Tutorial spielen wir eigentlich nur einen Ritter, der den König umbringt. Ob dieser Ritter jetzt unser Vorfahre ist oder nicht, das weiß ich immer noch nicht so ganz. Aber das können wir jetzt ja zusammen herausfinden. Also wie gesagt, ich habe schon mal gespielt, aber noch nicht besonders weit. Also den ersten Endboss habe ich nie geschafft. Und es gibt wohl mindestens fünf oder so. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ja, die Grundlagen kann ich. Fangen wir aber mal an. Wir haben hier unseren Level 0 Ritter, der zwar schon recht episch aussieht mit seinem riesigen Buttermesser da. Aber wirklich stark ist er nicht. Hier links haben wir unser Schloss, das momentan nichts ist. Eine Wiese. Und wir könnten jetzt für 50 Goldmünzen den Schmied freischalten. Und dann kommt das Gebäude. Und da können wir so nach und nach weitere Sachen freischalten und die Burg wird immer größer. Und die Burg ist halt sehr wichtig, weil die unterstützt unseren Helden. Das heißt, dieser Held hier ist halt Level 0, hat keine Ausrüstung, hat keine Buffs durch die Burg, keine besonderen Runen oder sonst was. Der wird sehr, sehr schnell sterben. Das heißt, das Einzige, was wir mit dem Charakter jetzt machen, ist ein bisschen Gold sammeln, die Burg aufzustufen. Und den ersten Eintrag hier lesen. Also, Tagebucheintrag Nummer 1. Verrat! Ein Assassine hat den Vater, meinen König, also mein Vater, den König, verwundet. Um unseren Orden, nee, um die Ordnung wieder zurück zum Königreich zu bringen, hat er meine Geschwister und mich auf eine Queste geschickt, ihn zu retten. Zusammen sollen wir in die verfluchten Wälder ziehen und Castle Hampson stürmen. Dieses verfluchte Schloss stand am Rand des Waldes seit Menschengedenken. Aber es gibt Gerüchte über einen Gegenstand dort drin, der alle, ja, Wehwehchen heilen kann. Natürlich nicht Wehwehchen, sondern halt Ailments, also was einen plagt. Heute Nacht werde ich einen Staat meinen Brüdern und Schwestern gegenüber vorlegen und so meine Queste beenden, während sie noch schlafen. Diese Queste zu verfehlen wäre eine Schande für meinen Namen. Oh, das ist ja das Wichtigste, ne? Der eigene Name. Wer will schon überleben? Der Name zählt. Ah, ich mag keine Augen. So, aber wie gesagt, unsere Hauptqueste ist jetzt nicht unser Name, unsere Ehre oder sonst irgendwas. Unsere Hauptqueste ist Gold. Ganz viel Gold. Da oben wackelt doch ein Bild, habe ich's gesehen, ne? Du stirbst. Nee. Komm schon. Ah, Treffer, sehr schön. Wir haben jetzt 170 Gold. Wir haben gesehen, der Schmied braucht nur 50. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt schon. Wow, 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 wow. Sind wir jetzt schon auf der sicheren Seite. Aber je mehr Gold wir einsacken, desto mehr können wir halt auf einmal aufstufen. Und ich denke mal, es ist auch so eine Art, naja, Messlatte, wie gut man ist. Was zur Hölle bist du für einer? Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Wow, wow. Ja. Was ich sagen wollte, es ist wohl so eine Art Messlatte, wie gut man ist, dass man möglichst wenig Anläufe braucht, um das Spiel durchzuspielen. Sir Lee wurde von einem Frosten umgebracht und er hat 6 Gegner erlegt. Das ist echt nicht viel, aber für den Anfang reicht das. So, jetzt drücken wir wieder A auf dem für mich recht ungewohnten Gamepad, weil ich bin ja nicht so ein Konsolenmensch normalerweise.
Und wir haben jetzt drei Charaktere zur Auswahl. Also einmal ist wichtig, welche Klasse der Charakter hat. Das sieht man unter Sir Kanki hier zum Beispiel. Er ist ein Knappe. Ein Knappe hat eine Chance auf kritische Treffer, hält dafür weniger aus. Auch noch ein Knappe und hier ist ein Magier. Magier hält auch nicht viel aus, aber dafür mit jedem Gegner, den er umbringt, kriegt er Mana zurück. Kann also öfters zaubern. Jede Klasse allgemein hat Zauber. Das sind diese kleinen Bildchen unter dem Charakterporträt selber. Also der hier kann Chakram schmeißen, der hier kann Sicheln schmeißen und der hier hat einen Quantum Translocator. Das heißt, er kann auf einem Kartenabschnitt irgendwo ein Bild von sich hinsetzen, sich bewegen und dann zu diesem Bild zurück teleportieren. Also das wären jetzt Name, Klasse und Zauber. Aber rechts auf dem Bildschirm sieht ihr noch Traits. Der hier hat zum Beispiel Coprolalia. Ich glaube, der flucht andauernd. Und er hat zwei linke Hände, kann also nicht ordentlich zaubern. Der hier ist sehr flexibel, was auch immer das macht. Der hier hat auch Coprophilia und er ist ein Endomorph. Also er ist wohl recht groß gebaut. Und Gegner können nicht zurückschubsen. Ich probiere mal den Flexiblen aus. Bestätigen. So, jetzt haben wir unten rechts 230 Goldmünzen. Davon brauchen wir 50 für den Schmied. Klick. Tada! Der Schmied kann unseren Helden Rüstungen und Waffen herstellen. Und die müssen wir nicht jedes Mal kaufen, sondern wir schalten sie einmal frei. Und dann kann jeder nachfolgende Held diese Waffen und Rüstungen auch benutzen. Mit wieder einer Sache, wodurch es mit jedem Leben einfacher wird, voranzukommen. Das heißt, eigentlich, also ich werde nicht unbedingt durch Spiel können vorankommen, sondern ich werde einfach stupide grinden mit dem ganzen Gold und nach so einen starken Helden haben, dass ich relativ einfach durchkomme. Das ist jedenfalls der Hauptplan. Aber dadurch, dass wir den Schmied jetzt freigeschaltet haben, haben wir unter ihm Mana ab und über ihm Lebenspunkte ab. Freigeschaltet. Für 60 Gold. Das nehme ich doch gleich mal mit. Und das nächste wurde freigeschaltet. Wir können jetzt unsere Ritter zu Paladin aufstufen. Ich nehme lieber nochmal mehr Lebenspunkte, weil mehr Lebenspunkte heißt länger leben und mehr Zeit haben, Gold zu sammeln. Oh, er stinkt. Warum stinkst du? Das ist eine komische Stinkewolke. Und der Typ hier, Charon. Keinerlei Real-Life-Affinität. Den müssen wir jedes Mal all unser Gold in die Hand drücken, um wieder ins Schloss rein zu können. Was natürlich recht nervig ist. Aber man gibt dann einfach so viel man kann bei der Burg selber aus und auch bei den NPCs, die nach und nach freigeschaltet werden. Also wie der Schmied. Der Schmied ist nicht der einzige NPC. Dass man mit möglichst wenig Gold wieder reingeht. Und jedes Mal, wenn man reingeht, ist es eine ganz andere Burg. Also außer der erste Raum hier, der ist immer gleich. Also man kann immer dieselben Kronleuchter kaputt hauen und immer wieder denselben Eintrag lesen. Das ist alles dasselbe. Aber danach, seht ihr, das hatten wir vorher nicht. Wow. So, stirb. Kritischer Treffer. Oh, wir sind jetzt schon auf 65 von 90. Ja, das ist halt der Haken beim Knappen. Beim Knappen muss man eigentlich wissen, was man tut. Weil er macht mehr Schaden, aber hält halt weniger aus. Und wenn man ein guter Spieler ist, also... wenn man ein guter Spieler ist und weiß, wie man sich bewegen muss, ist der Schaden ja eigentlich das Wichtigste. Weil man im Idealfall nie getroffen wird. Aber... ne? Idealfall halt. Komm, weg. Na, ahaha. So. Komm her, du komische Geisterkugel. So. Und das Porträt da oben wackelt, also es ist kein Porträt, sondern ein Doom-Was oder so heißen die Dinger. Also nicht Canvas, was normalerweise ein Bild wäre, sondern ein Doom-Was. Und da ist noch einer. Na komm. Ich will dich nicht antitschen, dann kriege ich Schaden. Kaputt, 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 kaputt. Den Doom was ignoriere ich. Ah. Ah, also. Ignoriere ich natürlich nicht. Wir brauchen ja Gold und so. Wow. Oh. Das ist ein Raum. In dem Raum ist eine Kiste. Und die Kiste ist so lange offen, wie die Bedingungen erfüllt sind. Sobald die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, geht die Kiste zu und wir kriegen sie nie wieder auf. Das ist eine einmalige Herausforderung. Und hier ist die Herausforderung, keinen Schaden zu nehmen. Was nicht so leicht aussieht. Genau. Schon haben wir die... Wow! Das war garstig. Sir Fleming wurde von einem Charit umgebracht. Und er hat auch 6 Gegner umgebracht.
Wobei die 6 Gegner nicht wirklich irgendwas bedeuten. Das ist nur so zum Angeben, wie viel man geschafft hat. Ich hoffe, das werden bald mal mehr als 6. Aber ja, bisher haben wir auch nicht so wirklich meine Lieblingsklassen gespielt. Barbar ist nämlich meine Lieblingsklasse. Sehr schön. Sie hat Kokrofolia. Das ist dieses Piep, 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 Piep. Ich glaube, eher ist die schwarze Wolke. Und sie hat schwache Muskeln. Was zur Hölle bist du für ein Barbar? Gegner werden nicht zurückgestoßen. Nee. Dann haben wir einen Magier. Magier mag ich absolut nicht. Jedenfalls nicht unaufgestuft. Wir können sie noch nicht aufstufen. Und wir haben einen Ritter. Das ist ein Standardtyp. Der hat die Fähigkeit OCD. Für jedes Mal, wenn er Sachen kaputt haut, also Stühle, Tische, was auch immer, kriegt er Lebenspunkte zurück. Das ist sehr schön. Und er hat Flatulenz, wenn ich es richtig lese. Die nehmen wir doch mal. So, wir haben 110 Goldmünzen. Dafür holen wir uns einmal den Ritter-Upgrade, damit die Burg wächst. Dadurch haben wir jetzt eigentlich nur Ritter zu Paladin gemacht. Die Paladine können mit der Y-Taste, ist das? Blocken. Und dann kriegen sie keinen Schaden, verlieren dafür aber Mana. Und ich vergesse das fast immer zu benutzen, also ist das eigentlich ziemlich egal. So, freigeschaltet haben wir jetzt, dass wir mehr Rüstung tragen können. Da wir noch kein einziges Stück Rüstung gekauft haben, ist es erstmal egal. So, die hier pupst jetzt rum, wenn wir, ich glaube, wenn wir getroffen werden oder wenn sie Angst hat oder sowas in der Richtung. Erstmal 30 Gold weg. Rinder. Kaputt, kaputt, kaputt. Und ihr seht jetzt, wenn ich das kaputt haue, kommt da diese 1 MP-Anzeige. Das heißt, wir können ruhig mal öfters die hier werfen. So, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Platz machen. Und gleich Lebenspunkte bekommen. Oh. Ah, sehr schön. Ja, die Anzeigen da oben, die helfen mir auch nicht so wirklich. Ich finde die immer recht irritierend. Also die zeigen halt an, wo Projektile einem entgegengeschossen kommen. Ah, pups. Aber so wirklich gut abschätzen kann ich das auch nicht. Naja, kaputt, kaputt, kaputt. Pups. Und das sieht verdächtig aus wie das Dungeon eben. War nur ansatzweise. Oh, hier ist ein Teleporter. Teleporter von da nach da. Yeah, okay. Und auf der Karte ist in dem Raum unter uns eine Truhe eingezeichnet. Wie kann hier denn was sein? Na, okay, seht ihr da unten links? Ist die Mauer so dunkel? Da könnte man wohl durch, wenn man eine bestimmte Fähigkeit hat. Ich glaube, das ist Dash. Aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Also kommen wir noch nicht hin. Da, oho, hier sollten wir gar nicht hin. Also da ist der Dungeon recht gnadenlos. Wenn man irgendeine Fähigkeit nicht hat, hat man sie halt nicht. Und dann, wow, dann kriegt man halt nicht die Sachen, die man gerne hätte. Und ich bin jetzt schon zweimal schreiend vor etwas weggelaufen. Kurz zur Verdeutlichung, das eine Gebiet war Maya oder so ähnlich hieß das. Das ist halt die nächst schwierigere Stufe an Gegner und Umgebung. Da werden wir lange noch nicht hingehen. Und das andere waren zwar keine Bosse, aber es waren schon recht starke Gegner. Und die möchte ich halt auch vermeiden. Oh, und ich sollte nicht in dem Flammen-Dingens stehen bleiben. So, da unten sind Geschosse. Irgendwer schießt hier auf uns. Wow, wow, wow. Ach, du gute Güte. Quietsch, 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 Mann, das alle. Aber ist alles sehr vollgepackt. Hier mit Gegnern und Selbstschussanlagen und was weiß ich. So, du schießt diese komischen Dinger da. Nachdem du geschossen hast, kannst du eine Weile nichts machen. So, du schlägst einfach nur nach vorne. Genau so. Danach kannst du auch kurz nichts machen. War hier noch irgendwo irgendwas? Da geht's hoch. Warum geht's hier hoch? Nö, ist nix. Ah, hier könnte man wahrscheinlich durchdashen. Da ist die Wand wieder so komisch. Ich guck, glaube ich, erstmal wieder nach links. Nee, da muss ich auch wieder das ganze Feuerzeug. Na gut, hilft nix. Einfach nicht getroffen werden, richtig. Kurz warten. Ungeduld ist eh meistens der Hauptgrund. Was zur Hölle? Wenn ich da jetzt rüberlaufe, kommen Stacheln aus dem Boden. Und da hinten ist eine Truhe. Aber wir haben hier schon 260 Gold, was soll's.
Au. Au. Und lauf, 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 lauf. So, 20 Lebenspunkte. Ist nicht viel. Oh, 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 oh. Komm schon, gib mir irgendwo ein Hühnchen. Oh. Nein, 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 nein. So, hops. Schieß weg. Aber ja, das ist so das, was das Spiel ausmacht. Wir werden jetzt nach und nach immer mehr Helden verbraten, in Anführungszeichen. Um Geld zu machen, um das Schloss weiter auszubauen. Und die Gegner bleiben soweit gleich stark. Das heißt, wenn wir später bessere Ausrüstung haben, dann rasen wir hier durch und one-hitten die meisten Gegner einfach so weg. Das ist richtig schick. Und sieht auch tierisch viel Ausrüstung. Und sehr viele Fähigkeiten. Zum Beispiel der hier. Der hat Dwarfism. Der ist jetzt ganz klein. Kann also schlechter getroffen werden. Und er ist schwer. Also klein und schwer. Und hat als Zauberspruch Zeitstopp. Das ist richtig mächtig.